Ich habe das Kind, also in der schlimmsten Nacht, in der dritten Nacht, am Anfang zu mir ins Bett genommen, mhm. weil ich dachte, ich halte es nicht aus, klar. alleine in diesem Bett zu liegen. Ja. Und dann ging es auch noch so lange gut, bis ich irgendwann dachte, die muss in ihr eigenes Bett. Ich weiß nicht warum, weil wir schlafen oft zusammen in einem Bett. Und dann habe ich sie in ihr eigenes Bettchen gelegt und dann ging es dann eigentlich auch schon los. Also das hätte ich eigentlich nicht machen dürfen, aber irgendwie um sie zu schützen. Mhm. Weil das Kind, es hat ganz ruhig geschlafen, da war gar nichts. Und ich habe immer nur auf die Atemzüge gehört, weil dann ging es natürlich, konnte mich dann auch nicht mehr bewegen. Ich habe nur gedacht, ich muss irgendwie meine Tochter retten. Weil man liegt dann da wie starr. Und dann wollte ich an dieses Lämpchen, was tatsächlich da steht. Ich habe mich das auch nicht getraut, das Licht anzumachen. Man konnte nicht. Und in dem Moment, wo ich dachte, so, jetzt habe ich die Kraft, ich mache das Licht an. Es war wirklich Lebensangst ums Kind. Haben sie mich rumgeworfen? Ich wurde wirklich, von da war der Kopf, mit dem Kopf nach da geschleudert. Wie wusch. Ah ja. Und dann hat sich das angefühlt? Ja, als weiß ich auch nicht, sehr, ich war vollkommen machtlos. Mhm. Also sehr, es war nicht dieses Ding, dass man jetzt körperlich bewegt wird, sondern dass man, also diese Ängste waren einfach das Schlimmste. Mhm. Und sie sagte, genau um 3 ging es dann, also wo ich dachte, die gehen jetzt rüber zu Niki. Und ich konnte auch nicht rübergehen zu ihr, weil normalerweise geht man ja dann irgendwie zu ihr ins Bett und sagt, das ist ganz, genau. Ich habe mich nicht getraut reinzugehen, weil da dann irgendwie, Also gut. Haben Sie denn dann hinterher irgendwie mal Erkundigung eingezogen, was da wohl war, oder? Ja. Ich halt. Ich habe mein Vermieter halt gefragt, ihm gehört das Haus, ob er mir irgendwas über das Haus sagen könnte oder ob er dort vielleicht auch schlecht schlafen würde. Mhm. Und er sagte halt nein. Das Einzige, was er halt wisse, ist, dass es ein sehr altes Haus sei, um die Jahrhundertwende erbaut und dass es halt 2 verschiedene Teile gäbe. Einen alten Teil, sprich das Wohnzimmer, die beiden Schlafzimmer, das ist der alte Teil und ein Neuanbau, die Küche, in der wir immer gesessen haben und oben noch ein kleiner Vorraum, wo noch ein kleines Kinderspielzimmer war. Und dass es irgendwann vor 100 Jahren dort eine Flutkatastrophe gegeben hätte und nur dieser Ort wohl verschont worden sei. Und dass hier diese Kammer die ehemalige Schlafkammer gewesen ist. Dass sie da gesessen haben. Die ganze Familie übereinander. Eine 12-köpfige Familie muss da wohl die gesessen. Aber nach der dritten Nacht war ja auch die Tür, diese Holztüren, die kann man schließen und einen Holzriegel einfach nur ganz einfach ohne Schloss davor tun. Und wir sind halt schrecklich nass geworden und hatten den Kinderwagen davor gelehnt. Also richtig umgelegt, damit der trocknet. Und am Morgen nach der dritten Nacht war die Tür offen, der Kinderwagen umgeschmissen und alles war, und da habe ich gesagt, Niki, die Tür ist auf, hast du die Tür aufgemacht? Das hatte natürlich niemand die Tür aufgemacht, der Riegel vor war, weil ich nicht wollte, dass das Kind da reingeht. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Das war also das Sie Ding. Würden sagen, da, hätten Sie nicht erwartet, dass da jetzt der Kinderwagen umgeworfen ist oder so. Ich war ja die ganze Zeit immer nur, ich habe nur gedacht, ich träume, weil ich dann auch sehr real gedacht habe. Dadurch habe ich hab einfach schon gesagt, ich denke immer irgendwie, die überlisten mich und habe dann auch die Uhrzeit gezählt. Und da habe ich nur gesagt, so, jetzt muss ich fahren. Also das ist jetzt wirklich zu viel. Und auch wirklich die Angst, dass man das mitnehmen könnte nach Köln. Ne? Sie Angst davor, dass sie es mitnehmen. Das war ganz, ganz groß. Also bei mir, glaube ich, noch schlimmer als bei ihr. Ich habe immer nur gesagt, wenn meine Mutter sagt, die sind ortsgebunden. Genau. Und das war so mein Ding, die sind ortsgebunden. Und dann... Sie sagte, die sitzen im Auto, guck doch mal. Ich so, nein, es ist gar nicht. Ich war wirklich panisch, ja. Also ich meine, dass ich ihr meine Bettwäsche mitgegeben habe, das muss man sich jetzt im Nachhinein mal vorstellen. Wir hätten sie doch mitnehmen können, siehst du? Es war nur meine Ruhe, dass ich dachte, die sind ortsgebunden. Nee, ich meine, sie haben auch gar nichts falsch gemacht. Sie können auch die Bettwäsche mitnehmen und so. Das ist nicht der Punkt, ja. Aber was glauben Sie denn, also jeder für sich, auf wen hatten Sie es denn mehr abgesehen? Also auf Sie oder Sie? Sie haben es ja zuerst gespürt und gemerkt. Was würden Sie denn sehen? Aber Sie sind dann da sozusagen dagegen rumgestoßen oder geflogen worden. Was würden Sie sagen, war das gleich verteilt oder hatten Sie den Eindruck, dass sich auf jemand konzentriert, das Phänomen? Also ich finde, die haben uns relativ gleich gehalten. Ja, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, die haben es bei beiden halt probiert, wie man es auch schaffen kann. In Anbetracht der Panik, die wir alle beide hatten, denke ich, war es schon gleich verteilt. Ich weiß nur halt nicht, welcher Faktor das Kind von ihr halt noch dabei spielt. Ne? Also aber das Kind hat sich am wenigsten abgekriegt, oder wie? Ich hatte irgendwie das Gefühl, die haben das Kind rausgelassen. Mhm. Also sobald ich die Kleine in ihr Bettchen gelegt hatte, da ging das ja dann los. Ich hatte ja das Kind im Arm und lag bei mir im Bett und ich musste jetzt sofort, also ich weiß auch nicht, was der Mann, man kann das nicht real begründen. Auch diese Tatsache, dass plötzlich die Luft wieder zum Atmen war,
war. Mhm. Und dann nach anderthalb Stunden. Und dass sie wirklich, wo ich dachte, jetzt gehen Sie zu Niki, ein Glück. Mhm. Ich war so froh. Man ist danach so, als hätte man eine Krankheit überstanden oder sowas. Mhm. Man ist so fertig. Ja. Ich konnte nicht drüber gehen und sagen, Niki, pass auf oder komm jetzt mal zu mir oder lass uns mal in die Küche setzen und mal eine Milch trinken oder so ein Quatsch. Also es war nicht möglich. Das, ja. Aber jetzt sagen Sie uns einfach mal, was Sie selber darüber denken. Ja, und tun Sie sich jetzt nicht irgendwie einen Zwang an und sagen, oh, da denkt er jetzt, das ist verrückt oder so. Nein, es gibt in der Hinsicht keine verrückten Sachen. Sehr intensiv, also wir beide haben also darüber gesprochen. Also meine Empfindung war halt, dass da irgendwer ist, den ich erlösen sollte auf eine Art und Weise. Ich habe ja auch gesagt am Anfang, dass ich das Gefühl hatte, irgendwer will in mich hineinkriechen. Und ich hatte halt das Gefühl, irgendwer ist so unglücklich. Es war ein Unglück, eine Trauer, eine Panik dort im Raum. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich soll jetzt diejenige sein, die was verbessert, ein wenig Glück schafft oder weiß ich nicht. Also das war halt mein Gefühl, was ich hatte. Ja. Ja, und würden Sie das tun, wenn es notwendig wäre? Also ich habe in dem Moment habe ich nur zugemacht, niemals. Wir haben uns danach halt überlegt, was kann man machen, damit dort wieder ein bisschen mehr Glück herrscht, wir von armen traurigen Seelen gesprochen. Aber ich würde mich jetzt nicht als Medium opfern in dem Sinne. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was dann passiert. Ich meine nur einfach, darf ich Sie mal fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin Diplompädagogin. Ah ja, dann das wird ja eigentlich passen. Ja, das ist eine gute Idee, da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Was machen Sie? Ich bin Regisseurin im Theater. Ah ja, also Sie haben eigentlich auch so einen Beruf. Beide haben Sie einen Beruf, wo Sie mit Menschen zu tun haben. Ja, das finde ich sehr interessant. Aber was mich jetzt dann erstaunt ist, was hat Ihnen da so eine Panik beigebracht? Also warum haben Sie so große Angst? Ich meine, es gibt auch Leute, die Ähnliches erleben, die sagen, Menschenskinder, das war ja eigentlich hip, ja. Ich meine, das ist ja toll, dass es sowas gibt und ist ja aufregend. Aber warum glauben Sie, dass Sie mit so einer Panik reagiert haben? Die waren so bedrohlich, die wollten mir was. Und vor allen Dingen, die wollten mir was, ja. Die wollten was von mir. Also ich habe dieses in mich hineinkriechen, also dass sie mich körperlich ausfüllen wollen, nicht so mitgekriegt. Mhm. Ich habe nur gemerkt, wenn ich jetzt nicht schreie oder mich bewege oder das Licht anmache, das Fenster aufreiße, dann berühren die mich. Mhm. Und ich hatte, es war eine richtige, reale Angst, also das ist ganz sicher so, Wo ich mich dann ja immer rechtfertigen will, weil ich bin ja eigentlich sonst nicht so ein ängstlicher Mensch, aber ich hatte wirklich Todesängste. Und das ist ganz verrückt. Vor allen Dingen auch Ängste um das Kind, also gar nicht das mal so um mich, dass neben mir dieses Kind lag, wo ich dachte, die entführen mir das. Also man kommt ja auf die komischsten Sachen, weil das Kind war so wehrlos und ich liege da und die Mutter liegt daneben und darf sich nicht bewegen. Also die haben mich gefesselt. Sie fühlten sich wirklich gefesselt, also sozusagen außer Aktion gesetzt und ihre Hauptsorge galt ihrem Kind. Ja. Und bei Ihnen, wie war es da? Ich fühlte mich auf jeden Fall gefesselt und ich hatte einfach wirklich Angst um mein Leben. Ich hatte, also ich konnte jetzt noch nicht mal mehr so weit denken, wie geht's Tatjana? Also was macht sie? Ne? Also so weit kam es gar nicht. Es war einfach eine Todespanik und das Gefühl, diese Nacht einfach nicht mehr zu überstehen. Man überlebt es man nicht. Man überlebt die Nacht jetzt nicht. Jetzt ist vorbei. Wie das ein kleines Kind. Noch eine Frage. Also Sie sind da in Ferien gefahren. Haben Sie die Ferien lange vorher geplant gehabt? Hatten Sie viel Stress vorher? Wie war es? Waren Sie froh, mal endlich in Ferien zu sein? Oder haben Sie große Erwartungen gehabt? Oder nee, wie war's? Es war halt nur Holland. Also wenn man irgendwie, man fährt da 3 Stunden hin, macht ein paar Tage. Wir waren, ich glaube, also ich war sehr erkältet. Aha. War halt irgendwie Ende Oktober. Aber ich hatte gerade Premiere gehabt. Ja, wir hatten schon beide Stress vorher. Das spielt alles eine Rolle. Also ich meine, bei solchen Spukfällen, ja, so wird es halt so im Volksmund genannt, das sind alles solche Faktoren. Manchmal ist es so auch sowas wie ein Fass, was überläuft oder so. Also deswegen, weil Sie ja sagen, andere haben da noch nie was erlebt und da muss man sich schon überlegen, ja, was kann das gewesen sein? Warum ist bei Ihnen das Fass übergelaufen? Ja, und du bist viel fertiger als ich. Also, du hattest... Bei der Ankunft oder danach? Nee, du warst wirklich, also das war so ein paar Tage, nachdem du wahnsinnig viel gearbeitet hast. Und ich habe mich ja erst vorbereitet. Also bei mir war es vor einer langen Arbeitsphase und eigentlich bei dir danach. Ne? Mhm.
Ja, das war genau eine Woche später oder so, ein paar Tage. Nun muss man sich immer fragen, warum passiert Ihnen das? Ja? Und jetzt würde ich mal Folgendes vorschlagen. Also wir denken jetzt ein bisschen darüber nach. Ja. Und Sie denken auch mal darüber nach, dass Sie das jetzt nicht so sehen. Da gibt's jetzt hier so eine Art Geisterhaus und da sind also jetzt diese Geister, die was von Ihnen wollen. Das ist sicher, es will was von Ihnen. Etwas will was von Ihnen, aber von Ihnen und nicht von irgendjemand. Und ich meine, Sie haben ja beide Berufe, wo Sie mit Menschen zu tun haben. Überlegen Sie mal, warum das so ist und warum, was in der Situation war, dass das gerade was, dass das bei Ihnen eingeklinkt hat. Ja? Mhm. Okay? Also gut. Ja, aber dass beide die gleiche Geschichte erleben, ja, das deutet darauf hin, dass es noch eine andere gibt, eine versteckte Geschichte. Mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, das wird man nicht unbedingt erreichen, das unbedingt erzählen. Aber man kann ja zumindest vielleicht auf einen Umweg dran, ja, dass man einfach nur diese Geschichte verborgen lässt und sagt, naja, die ist halt... Aber ich glaube, dass die auch so damit umgehen, dass die schon auch wissen, dass es sozusagen einerseits diese Geschichte gibt von den Seelen, aber dass die schon auch die Verbindung sehen, dass es was mit ihnen zu tun hat. Also den Eindruck die hatte ich waren auch. Ja auch, also als sie gefragt haben, was sie von Beruf machen, da waren ja beide so ein bisschen verblüfft, weil ich glaube, da haben die auch selber gesehen, dass es ja auch Berufe sind, wo auch viele Leute was von ihnen wollen und wo sie und sie haben ja auch beide gesagt, sie haben das nicht angenommen, also sie wollten da eigentlich, sie mussten sich wehren. Das ist eine interessante Idee. Also das glaube ich, genau, das ist vielleicht auch ein Punkt. Vielleicht sind sie einfach überfordert und das wird ihnen zu viel. Ja.